So, Freunde, willkommen zurück auf meinem Channel hier bei YouTube. Und zwar, lang ist es ruhig gewesen, nicht nur um mich bzw. auf meinem YouTube-Kanal, sondern auch um die Spekulation betreffend des nächsten World of Warcraft Patches 10.2.6. Aber damit ist es jetzt Schluss, weil World of Warcraft hat heute einen Trailer announced, weil der Patch geht morgen live. Und was uns dort erwartet, das sehen wir im folgenden Trailer. Ahoy there! Hope you're ready for a bit of plundering fun. All hands on deck! Time to see what ye sea dogs are made of! The plunder and adventure's about to begin. Jetzt ist es raus, 10.2.6 bietet nicht nur umfangreiche Klassenanpassungen, gerade Holy Priest hat sehr, sehr viel abbekommen, sondern es kommt auch ein neues Event ins Spiel, und zwar ein Battle Royale Modus. Plunderstorm wird das Ganze heißen, und was das beinhaltet und worum es genau geht, erkläre ich euch jetzt. Wir werfen einen kurzen Blick auf Wowhead. Dort findet ihr regelmäßig alles, was von Blizzard geupdatet wird bezüglich World of Warcraft, Classic, Wrath, Cataclysm und so weiter im Blue Tracker. Und dort ist folgender Post erschienen, und zwar vor 37 Sekunden genau. Und damit halt auch den Trailer zum World of Warcraft Plunderstorm, ihr seht es hier schon, gefolgt von einem Blizzard-Cast oder WoW-Cast, wo zwei Entwickler dann hier mit der netten Dame ein Gespräch führen bzw. erklären, was es mit Plunderstorm auf sich hat. Auf dieser Seite hier ist alles zusammengefasst, aber das gebe ich euch natürlich auch einmal auf German. Also, was ist World of Warcraft Plunderstorm? Plunderstorm ist ein Battle Royale Event, ein zeitlich begrenztes Event, was wahrscheinlich jetzt auch getestet wird und vielleicht dann später oder immer wiederkehrend ins Spiel reinkommt. Ab morgen, ab dem 20.03., sobald der Patch durch ist und ihr den Download vollzogen habt, könnt ihr dann diesen Battle Royale Modus oder dieses Battle Royale Event im Piratenstil über den Dragonflight Client spielen. Alles, was ihr dafür braucht, ist kein Dragonflight, sondern einfach nur ein aktives World of Warcraft Abo. Das soll reichen. Ihr habt dann die Möglichkeit, in der Charakterauswahl oben links in der Ecke zu wechseln zwischen World of Warcraft Dragonflight und World of Warcraft Plunderstorm. Wenn ihr denn zu Plunderstorm wechselt, dann kommt ihr in ein Charakterübersichtsmenü, wo ihr dann einen neuen Charakter erstellen könnt. Ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwie bestehende Charaktere rüber zu transferieren, sondern ihr erstellt einen neuen Charakter, wo die Rasse frei wählbar ist. Zumindest kann man das so dem Trailer entnehmen. Es wird in diesem Modus aber keine Klassenauswahl geben. Bedeutet, alle Charaktere starten gleich, egal unabhängig von welcher Rasse. Bevor ihr den Modus aber startet, habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, möchte ich mit meinem Charakter Solo spielen oder Duo. Wenn ihr also Solo queued, dann spielt ihr auch nur gegen Solo queuende Spieler. Wählt ihr Duo aus, dann kriegt ihr so eine Battle.net-Liste, wo ihr eure Freunde dazu einladen könnt, dann spielt ihr im Duo auch nur gegen Duo-Leute. Man startet dann irgendwo auf dieser Map und hat erstmal keine Leiste, so wie wir das in World of Warcraft kennen, sondern das Ganze funktioniert ein bisschen abgespeckter. Das heißt, es gibt insgesamt 32 Fähigkeiten, die auf der Karte dann verteilt sind. Funktioniert ähnlich wie bei PUBG oder bei Fortnite, wie man das halt auch kennt. Das heißt, ihr rennt dann durch diese Map und sammelt erstmal Fähigkeiten, die ihr dann benutzen könnt. Man kann 4 Fähigkeiten insgesamt tragen. Davon werden dann 2 Slots spezifisch für offensive Fähigkeiten, also irgendwelche Angriffe oder Damage-Zauber sein.
Und es wird 2 Slots geben für unterschiedliche CC, Mobilität oder ähnliche Fähigkeiten, sowas wie Double Jump oder ein Stun oder ein Poly oder was auch immer. Aber müsst diese natürlich vorher erstmal sammeln. Diese Fähigkeiten werden dann verschiedene, ja, Seltenheitsgrade haben, so wie wir das in World of Warcraft auch können. Das heißt, man startet mit grünen Fähigkeiten, es gibt blaue und epische. Ob es legendäre Fähigkeiten gibt, geht noch nicht so aus dem Trailer hervor. Aber es funktioniert ungefähr so. Ihr sammelt eine Fähigkeit in grün und wenn ihr dann dieselbe Fähigkeit nochmal findet und die einsammelt, dann wird das auf blau abgegradet und die Fähigkeit erhält dann einen verstärkten Effekt. Vielleicht mehr Schaden, längere CC-Dauer, das ist alles noch nicht im Detail beschrieben. Neben den Fähigkeiten, die man dann sammeln kann und die Spieler, die man töten kann, gibt es 40 Renown bzw. 40 Ruhmstufen. Das heißt, umso länger ihr lebt, umso mehr ihr sammelt, umso mehr ihr tötet, desto mehr Erfahrung bekommt ihr und ihr steigt die Ruhmstufen dann auf. Wichtig ist, wenn ihr XP sammelt oder Belohnung erhaltet, dann müsst ihr die Runde nicht als Sieger abschließen, sondern sobald ihr die gesammelt habt, behaltet ihr die auch. Anders ist es allerdings mit den Fähigkeiten. Die müsst ihr natürlich jede Runde neu sammeln. Ja, was wird das sein an Belohnungen, die man sammeln kann oder random im Spiel finden kann? Es handelt sich halt dabei um Titel, Mounts, Pets, Transmogs und alles denn so rund um das Thema Piraten, Piraterie und so weiter. So sieht das Ganze denn jetzt hier aus, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Plunderkiste findet. Dort können dann auch Belohnungen oder Spells oder ähnliches drin sein. Hier haben wir nochmal einen Screenshot von dem Mount. Und hier vom Transmog. Für Pepe gibt es natürlich auch, wie man es gewohnt ist, in alter Manier auch ein passendes Transmog-Set. Es handelt sich natürlich bei den Sachen nicht um irgendwelche fetten Waffen oder ähnliches, sondern es ist rein kosmetischer Natur. Alles, was ihr dann in diesem, ja, ein wenig ausgelagerten Modus findet an Belohnung oder bekommt, die werden automatisch ins Retail-Game mit übertragen. Das war es jetzt eigentlich grob zu dem Piraten-Event, beziehungsweise das, was man aus dem Trailer und aus dem 10-Minuten-Gespräch dort mit den Entwicklern entnehmen konnte. Mehreres werden wir erst morgen wissen, wenn der Patch live geht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ist eure Meinung zu Patch 10.2.6, den Namensvetter meines Kanals und dem Piraten-Patch. Das würde mich brennend interessieren. Ansonsten, wie gesagt, wir sind morgen live auf Twitch, twitch.tv/2.6. Dort werden wir das Ganze testen und da werde ich nochmal ein Fazit zusammenschneiden und euch natürlich auf YouTube auch berichten. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze morgen entwickelt und wir sehen uns morgen auf Twitch. Peace.